Einen guten Abend am Freitag. Die letzte Arbeitswoche vor Weihnachten ist geschafft und wir geben jetzt noch mal alles und zeigen Ihnen eine sehr weihnachtliche Sendung, unter anderem mit diesen Themen. Alle Jahre wieder Krippenfiguren mit jahrhundertelanger Tradition. Stille Nacht, heilige Nacht. Wie läuft Heiligabend bei den Allgäuern ab? Und Stern über Bethlehem. Unsere Reporter machen sich auf zur Geburtsstätte Jesu. Ja, es ist kurz vor Weihnachten, der Baum steht bereit, die Geschenke sind gekauft und natürlich ist auch die Weihnachtskrippe schon aufgebaut. Die gehört für die meisten einfach zu Weihnachten dazu. Diese Tradition geht übrigens auf den heiligen Franz von Assisi zurück. Der stellte am 24. Dezember des Jahres 1223 eine Krippe mit lebendigen Ochsen und einem Esel auf. Die Tiere und auch Menschen wurden natürlich schon lang durch hölzerne Figuren ersetzt. Und genau um diese Krippenfiguren geht es jetzt in unserem ersten Beitrag. Die einen mögen orientalische Krippen mit Kamelen, Palmen und orientalisch angezogenen heiligen drei Königen. Die anderen stellen zu Weihnachten eine alpenländische Krippe auf, wie diese hier. Oder vielleicht doch eine solch moderne Krippe? Doch eines haben sie alle gemeinsam. Ohne Hirte, ohne die heiligen drei Könige, ohne Josef, Maria und das Jesuskind mit seiner Krippe sind all diese Weihnachtskrippen eben keine Weihnachtskrippen. Und sie sorgt dafür, dass keine Krippe ohne Figuren sein muss. Simone Beuse, Holzschnitzerin. Zunächst gibt es mal den Baumstamm als solches. Dann wird das Holz eben passend zugeschnitten. Es wird ein Rohling herausgefräst mit der Maschine. Dann geht es an die Feinarbeit, also sprich an die Schnitzarbeit und dann an die Oberflächenbearbeitung. Also das ist jetzt ein Rohling von einem Hirten, der zu einer Weihnachtskrippe gehört, mit ja, so 25 cm Figuren. Und das ist ein vorgefräster Rohling, der wird jetzt komplett mit der Hand beschnitzt. Das heißt, die komplette Oberfläche wird hier nachgearbeitet, überschnitzt. Und es wird der Figur natürlich auch Leben eingehaucht. Also die Rohlinge sind zwar alle schon gut vorgefräst, wie man so sieht, aber sie haben jetzt noch kein Leben, noch keinen Gesichtsausdruck. Also das ist das, was jetzt hier im nächsten Arbeitsschritt passiert. Mit dem Gesicht steht und fällt die ganze Figur, egal ob es jetzt eine Krippenfigur ist oder andere Schnitzerei. Durch das Anlegen von dem Gesicht lebt die Figur einfach. Also mir bedeutet die Holzschnitzerei hier ganz viel, weil es ja auch schon ein bisschen so Familiengeschichte ist und ich habe da ganz viel Freude dran und ja, es ist einfach ein Beruf, der mich auch ausfüllt. Gell? Es ist eine tolle Materie, also sehr abwechslungsreich. Also diese Figur, dieser König, wird jetzt mehrfarbig gebeizt. Die Figur ist bereits fertig geschnitzt und bekommt jetzt durch diese Wachsbeize in unterschiedlichen Brauntönen einfach farbliche Akzente. Das ist jetzt übrigens der König Melchior, einer der drei Weisen aus dem Morgenland sozusagen. Der Melchior ist der, der das Gold zum Jesuskind bringt. Die anderen beiden Könige, das ist ja der Kaspar und der Balthasar. Der Balthasar ist derjenige, dem zugeschrieben wird, dass er aus Asien kommt. Der bringt den Weihrauch.
Und der Kaspar ist derjenige, der aus Afrika kommt, der bringt die Myrrhe als Geschenk für das Jesuskind. Und so hat jeder der drei Könige spiegelt sozusagen einen der damals bekannten Kontinente wieder. Fertig bemalt wird der König dann in die Krippe gesetzt. Doch eine Figur fehlt hier noch, das Jesuskind. Das darf dann an Heiligabend seinen Platz in der Weihnachtskrippe einnehmen. Nur noch zweimal schlafen und es ist endlich soweit. Heiligabend steht sozusagen vor der Tür. Für die einen bedeutet das erstmal noch Hektik und Stress, denn es muss ja viel vorbereitet werden. Für die anderen, insbesondere für die Kinder, ist es pure Freude. Schließlich kommt das Christkind und bringt Geschenke. Wir haben uns in Kempten mal umgehört, was bei Ihnen alles so zum Heiligabend dazugehört. Wie läuft denn bei Ihnen Heiligabend ab? Also zuerst trifft sich die ganze Familie, Kinder, und dann gibt es erst ein Abendessen und dann werden die Geschenke ausgepackt. Ganz normal. Und was ist für Sie normal? Ja, mit der Familie. Und man isst am Abend und singt und feiert. Und wenn man noch Lust haben, gehen wir in die Christmette. Hektik, und dann hoffen wir, dass wir so ab 18 Uhr zur Ruhe kommen und so langsam mit dem Essen beginnen können. Ja. Gibt es eine kleine Tradition bei Ihnen? Ja, dass man halt immer versucht am Heiligabend wirklich, dass alle beieinander sind. Sachen, die aber an Heiligabend einfach dazugehören? Ja, das gemeinsame Essen, Geschenke auspacken, Weihnachtsbaum natürlich. Gibt es für Sie auch eine kleine Tradition? Tradition? In die Kirche gehen. Machen wir Vorbereitung Gedichte und da gibt es so einen Tannenbaum. Dann geht das jedes zum Tannenbaum, erzählt Gedichten und bekommt die Geschenke. Karpfen. Karpfen essen. Irgendwas, was an Heiligabend nicht fehlen darf? Das Christkind. Und sonst halt der Christbaum natürlich, klar. Und die typische Weihnachtsdeko. Ja. Und wer muss alles da sein? Also Oma, Opa, Frau, Kinder, Katze und ja, die Engsten halt einfach. Gibt es eine kleine Tradition? Was darf an Heiligabend nicht fehlen? Also entweder gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat oder eben die Königin-Pastetchen. Sehr schön. Dann schon mal frohe Weihnachten und vielen Dank. Eine schöne Bescherung gab es bereits jetzt für die Gemeinde Biesenhofen im Ostallgäu. Vom Bayerischen Familienministerium bekommt die Gemeinde Fördergelder in Höhe von 237.000 Euro für die Bereitstellung von neuen Kinderbetreuungsplätzen. In Biesenhofen sollen damit 10 neue Kita-Plätze finanziert werden. Die Gemeinde profitiert damit vom neuen Investitionsprogramm des Freistaats in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Seit 2008 sind in Bayern rund 80.000 Plätze für Kinder unter 3 Jahren entstanden. Noch bis zum 31. August können Gemeinden Anträge auf Förderung stellen. So, jetzt eine kurze Werbepause und danach die Kurznachrichten aus der Region und das Wetter natürlich in Allgäu TV Kompakt. Schau, jetzt geht's.
Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Der Dachstein-West-Test. Panoronda, die neue 44 Kilometer lange Skigenussrunde entlang des Dachsteins. Like it. Ausgezeichnete Skihütten. Like it. Neue, supergünstige Skipauschalen. Like it. Dachstein-West. Like it. Zusammen mit dem Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus erfüllen wir vom RSA-Radio Ihre Wünsche. Unsere Aktion mit dem Allgäuer Brauhaus ist jetzt vorbei und ich durfte in den vergangenen Wochen viele nette Leute kennenlernen. Ich durfte viele Wünsche erfüllen und viele Christbäume verteilen und wir schauen uns die Highlights aus den vergangenen Wochen einfach an. Hi, Überraschung. Ich spann dich auch gar nicht lang auf die Folter. Das Büble hat bei dir geklingelt. Super. Das Büble klingelt heute bei Ihnen. Scheiße, das ist ja geil. Hallo. Gott, ich habe nicht gedacht, dass ihr kommt. Ich darf Ihnen auch gleich was übergeben. Bitteschön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir fahren damit ins Disneyland nächstes Jahr am Pfingsten und wir freuen uns riesig, wirklich. Es war ein nicht so ganz einfaches Jahr. Warum denn? Möchten Sie es erzählen? Mein Sohn, der ist an Diabetes erkrankt, letztes Jahr November und das war jetzt ein hartes Jahr. Es ist für einen Gesangsunterricht. Singt sie denn so schlecht? Nein, sie sind gut, aber sie möchte halt noch ein bisschen besser werden. Mein Bruder ist 2016 gestorben und kurz vorher haben wir drüber geredet, weil ich eigentlich immer schon singen wollte und er hat kurz vorher zu mir gesagt, sing, das ist genau deins. Und dann ist das Schlimme passiert und ja, seitdem ist es einfach so, wenn ich singe, geht es mir wahnsinnig gut und er ist immer bei mir und es tut mir einfach wahnsinnig gut und so freue ich mich auf jeden Gesang und ja, hilft mir einfach und er ist ja bei mir. Hallo. Hallo. Ich habe hier den Christbaum. Wir müssen mal so gucken, wie man es mit der Katze macht. Ja, die finden es schon interessant. Dann die Kugeln einfach oben aufhängen, oder? Dankeschön. Geht an die Firma mit. Hast du Bier? Ja, natürlich. Super, dankeschön. Zusammen mit dem Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus erfüllen wir vom RSA-Radio Ihre Wünsche. Die Nachrichten vom 22. Dezember 2017. Gleich drei Einbrüche an einem Abend hat es vorgestern in Hergatz und Opfenbach im Westallgäu gegeben. Der Täter ging bei allen drei Wohnhäusern ähnlich vor. Mit einem Hebel öffnete er Fenster oder Terrassentüren. Bei einem Einbruch wurde der Täter von einem Bewohner überrascht, konnte jedoch unerkannt flüchten. Die Beute war überall nur ein geringer Bargeldbetrag. Die Kripo Kempten sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisen. Wenn Sie etwas gesehen haben sollten, wenden Sie sich bitte an die Kripo Kempten unter der 0831 99090. Allgäu Airport nicht von Ryanair-Streiks betroffen. Der Allgäu Airport in Memmingerberg, seit September eine Ryanair-Basis, ist vorerst nicht von deren Pilotenstreiks betroffen. Alle Maschinen der irischen Billigfluggesellschaft dort sind bislang regulär geflogen und gelandet. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte europaweit mit Streiks bei Ryanair gedroht. Die Drohung gilt jedoch nicht für die Weihnachtsfeiertage. Die Piloten wollen sich laut Gewerkschaft gegen die schlechten Arbeitsbedingungen bei Ryanair wehren. Gestern Nachmittag ist es auf der B19 bei Obermeiselstein zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem auch Kinder verletzt wurden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer übersah eine rote Ampel und prallte daraufhin mit einem Auto mit zwei Kleinkindern darin. Die 1 und 3 Jahre alten Kinder sowie die 38 Jahre alte Fahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt. Zur Sicherheit wurden die Kinder jedoch in eine Fachklinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 50.000 Euro. Lindau sucht weiter nach Lösungen für Berliner Platz. Die Debatten um den Lindauer Berliner Platz gehen weiter. Aktuell denkt die Stadtverwaltung über drei Varianten nach, die das dortige Verkehrschaos lösen und die künftige Anbindung zum Reutiner Bahnhof gewährleisten sollen. Das staatliche Bauamt mahnt jedoch zur Eile. In 3 Jahren muss die entsprechende Variante bereits gebaut werden. Nach dem Jahreswechsel will sich der Stadtrat mit den Details am Berliner Platz beschäftigen. Eine Möglichkeit wäre eine Unterführung an dieser Stelle.
Der Wirtschaftsplan des Klinikverbundes Ostallgäu-Kaufbeuren für das kommende Jahr sieht weniger Neuverschuldung vor. Wie der Verwaltungsrat um den Vorsitzenden Stefan Bosse jetzt mitteilten, soll das Defizit für 2018 nur noch bei rund 2,5 Millionen Euro liegen. In diesem Jahr wurde noch ein Verlust von knapp 3,7 Millionen erwirtschaftet. Auch die gestiegenen Belegzahlen im Klinikverbund sprechen für eine positive Entwicklung, so die Verantwortlichen. Ja, soweit die Meldungen für heute. Jetzt kommt noch das Weihnachtswetter. Heute Nacht wird es nochmal ungemütlich. Es gibt einen Mix aus Schnee und Regen. Die Temperaturen liegen zwischen plus einem und minus zwei Grad. Den morgigen Samstag starten wir überwiegend mit Sonne. Vereinzelte Wolken bleiben aber leider nicht aus. Im Unterallgäu spielt auch der Nebel eine Rolle. Die Temperaturen liegen bei 5 Grad plus. Am Nachmittag schaut es dann wieder ganz anders aus. Die Sonne nimmt sich für den restlichen Tag frei. Es wird grau und im Ober- und Westallgäu regnet es. Die Temperaturen bleiben bei um die 5 Grad. In den Bergen wird es morgen wechselhaft. Von Schnee über Wolken bis hin zu Sonne ist alles dabei. Am Nebelhorn werden fast 1,5 Meter Neuschnee erwartet. Besonders kalt wird es aber nicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus einem Grad. Pünktlich zu Weihnachten hört es auf zu regnen und bleibt mit 6 Grad plus trocken. Die Weihnachtsfeiertage starten wir dann mit überwiegend Sonne. Vereinzelt gibt es ein paar Wolken. Die Temperaturen werden mit 8 Grad plus deutlich milder. Josef und seine schwangere Frau Maria ziehen von Gasthof zu Gasthof mit dem Ziel, eine Bleibe für die Nacht zu finden. Doch leider haben sie Pech. Alle Zimmer sind voll. Ihre Suche scheint vergeblich. Doch dann, den beiden wird ein Stall in Bethlehem angeboten, wo sie nächtigen können. Und wie sie sicher wissen, kommt in dieser heiligen Nacht das Jesuskind auf die Welt. Passend zur Weihnachtszeit machen sich auch Annika Swietil und Jonas Strobel auf nach Bethlehem. Zwar nicht schwanger und auch ohne Esel, aber zum Glück mit der Kamera. Zugegeben, Annika und ich sind nicht in den Nahen Osten gereist, sondern in den sehr Nahen Osten. Wir sind mit dem Auto nämlich ins Ostallgäu gefahren. Hier gibt es nämlich auch ein Bethlehem. Als Ortsteil der Gemeinde Lengenwang ist dieses Bethlehem zwar deutlich kleiner, aber trotzdem nicht unbekannt im Allgäu. Viele Besucher auch von außerhalb zieht es gerade zur Weihnachtszeit in den Ort. Passend zu Bethlehem gibt es ja auch einen Weihnachtsmarkt. Können Sie mir darüber was erzählen, über den Weihnachtsmarkt? Ja, den sogenannten Bethlehemer Weihnachtsmarkt, den gibt es, glaube ich, jetzt seit 6 Jahren. Wir haben am Anfang auch geliebäugelt, den in Bethlehem durchzuführen, in dem Ortsteil, in dem Weiler. Aber da hat sich natürlich kein Platz angeboten. Und deshalb findet er jetzt immer im Zentrum unseres Ortes hinter dem Pfarrheim statt. Dieser Bethlehemer Weihnachtsmarkt hat ein besonderes Niveau. Wir legen da sehr großen Wert drauf, dass der nicht so sehr verkitscht wird. Ich habe auch andere Weihnachtsmärkte schon erlebt, nicht, wo jede zweite Bude eine Glühweinbude ist. Bei uns wird der Weihnachtsmarkt noch von den Pfarrern, vom richtigen Pfarrer, von Seeg und von mir, eröffnet oder eingeweiht, und Kinder, die tragen dann das Licht zu den Buden hin, die vorher im Dunkeln waren. Stefan Ried kennt sich so gut aus, weil er als ehemaliger Pfarrer von Lengenwang den Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr sind wir aber leider etwas zu spät dran, denn der Markt war bereits am 2. Dezemberwochenende. Festlich geschmückt ist Lengenwang aber trotzdem. Bethlehem selbst natürlich auch, denn hier gibt es eine Drechslerei, die ihre lebensgroßen Krippenfiguren vor das Haus stellt. Nur ein paar Häuser weiter, ebenfalls in Bethlehem, und Toni Reichert. Und in seinem Garten ist ganz schön was los. Wen haben wir denn hier, Toni? Ja, das ist unsere älteste von den 4 Hühnern. Die anderen sind noch jünger, erst 2, 3 Jahre. Aber die dürfte so um die 8 Jahre alt sein. In dem Alter gibt es normalerweise keine Hühner mehr. Also ist sie auch quasi das älteste Huhn des Allgäus? Eines der ältesten dürfte sie wahrscheinlich sein, ja, weil Hühner ab 3 Jahren kommen, wenn überhaupt, in den Suppentopf oder werden ganz einfach so geschlachtet. Und die darf quasi als Haustier so lange leben, wie sie kann. Jetzt ist sie aber nicht alleine. Also da sind noch ganz viele andere gesellige
Freunde bei ihr. Wer sind denn das? Genau, wir haben dann noch Enten, und zwar 12 Stück. Die haben wir vor vielen Jahren mal vom Bürgermeister dieser Gemeinde, vom Josef Keller, bekommen. Damals der Chef meiner Frau, die auch in der Sparkasse in Lingenwang gearbeitet hat. Und meine Frau wollte damals zum Schnecken fangen, weil das Absammeln bei unserem Grundstück war so mühsam und so eklig. Wir wollten sie auch nicht töten irgendwie. Und dann haben wir gesagt, ja, Enten, die wären ganz gut zum Schnecken sammeln. Und dann hat er uns 3 Enten mitgegeben. Es waren leider nicht 3 Weibchen, wie er uns versichert hat, sodass da kein Nachwuchs zu befürchten gewesen wäre, sondern da war auch ein Erpel dabei. Und der hat im Laufe der Jahre für bis zu 2 Dutzend Enten gesorgt. Mittlerweile haben wir noch 12. Nach längerer Zeit in Bethlehem erfahren wir auch, wie es eigentlich zu dem Namen kam. Außerdem lernen wir weitere Lengenwanger und ihre Geschichten kennen. All das sehen Sie in der aktuellen Folge von Allgäu TV Inn. Ja, Allgäu TV Inn sehen Sie heute Abend um 20.30 Uhr hier bei Allgäu TV. Weihnachtlich geht es weiter, und zwar nimmt einer das Thema Nächstenliebe besonders ernst. Jürgen Metzler aus Immenstadt kocht für Menschen, die ein einsames Leben führen und auch am Heiligabend alleine sind. Für die gibt es am 24. Dezember ab 19 Uhr ein kostenloses Weihnachtsessen im Stadtcafé. Metzler richtet das Essen bereits zum 2. Mal aus, und auch in Zukunft wird es das wohl wieder geben. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause, und auch danach bleibt es weihnachtlich. Zum letzten Mal liest Theo Weigel aus der Schwäbischen Weihnacht. Bleiben Sie dran. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Gibt's noch viel was Besseres. Die Kinderhotels. Für Kinder von 0 bis 12. Und ihre Eltern. Kinderhotels.com. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten. Den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Das sind Ruth und Max. Ruth bezieht eine kleine Rente. Max ist gehbehindert. Beide sind Mitglied im Sozialverband VdK Bayern. Und das ist auch gut so, denn der VdK setzt sich für Menschen wie Ruth und Max ein. Genauso wie für alle Menschen, die durch Alter, Krankheit, Behinderung oder Armut in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Neben Ruth und Max sind über 670.000 weitere Menschen Mitglied im Sozialverband VdK Bayern. Sie sind Teil einer starken Gemeinschaft. Werden auch Sie Mitglied im Sozialverband VdK. Der VdK. Unabhängig, solidarisch, stark. Großen Inhofer Jahreswechsel Shoppingtage. Möbel Inhofer ist in. Jetzt extra starker Jahreswechselrabatt in allen Abteilungen. Zusätzlich Fachberatertage, Modellbahnausstellung und vieles mehr. Möbel Inhofer, Autobahn Ulm-Kempten, Inhofer Ausfahrt senden. Der Geheimtipp im Tannheimer Tal. Die 8er Skirunde Zöblin-Schattwald. Mehr unter tannheimer-bergbahnen.at. Ja, und auch am Schluss dieser Sendung bleibt es weihnachtlich. Theo Weigel liest aus der Schwäbischen Weihnacht von Arthur Maximilian Miller. Wir haben ihn in den letzten 2 Wochen immer wieder einzelne Kapitel gezeigt. In voller Länge sehen Sie die Lesung von Theo Weigel übrigens am Heiligabend von 21 Uhr bis 21.45 Uhr hier bei Allgäu TV. Und auch am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag können Sie die Schwäbische Weihnacht noch einmal sehen. Am 25. Dezember von 14 Uhr bis 14.45 Uhr und am 26. ab 16 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der letzten Folge der Schwäbischen Weihnacht.
Ja, und das war die sehr weihnachtliche Freitagsausgabe der Allgäu-TV-Nachrichten. Am Heiligabend gibt es keine aktuelle Sendung, da zeigen wir wie gewohnt den Wochenrückblick. Ich darf Ihnen im Namen des ganzen Allgäu-TV-Teams frohe Weihnachten wünschen, alles Gute und machen Sie sich noch einen schönen Abend.